Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher Teil 3. Ja, wir sind in Ochsenfurt. Du wirst erschrecken. Und sollen mal testen mit den Hexersinnen, ob wir hier rauskriegen, wo der Koch ist. Und ja, genau, eine weitere Neuerung. Hearts of Stone ist draußen. Ich nehme hier gleich alles mit. Genau. Wir haben hier Quests. Einmal Gesandte und Männer des Weins. Und jetzt dürfte hier noch was aufgetaucht sein. Oder? Von Ophirs Fernen gestanden. Finde jemanden, der Ophir spricht. Okay, ah, das müssen wir auch noch machen. Okay. Jetzt haben wir hier. Ne, abgeschlossen ist doof. Ja. Finde jemanden, der Ophir spricht. Das müssen wir auch noch machen. Sprich mit dem Kräuterkundler in Novigrad. Spurlos verschwunden. Auch Hearts of Stone. Nummer 32, 32. Wir wollen jetzt eine 34er machen. Und. Na gut, dann machen wir erstmal das hier. Finde jemanden, der Ophirisch spricht in Novigrad. Und zwar genau in. Ach du Scheiße, so weit im Norden. Hier. Okay, dann würde ich sagen, wir reisen mal schnell nach Brunwig. Und gucken mal, ob wir da jemanden finden, der Ophirisch spricht. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Quest war. Naja, wir gucken mal. Genau, gehen wir einmal nach Brunwig hier. Okay. Plätze. Glaube ich mal gar nicht so blöd, wenn wir um den... Na. So. Reiten wir da einfach mal hin und gucken mal nach, was sich da so ergeben mag. Oh, hier gibt es einen Neckar. 34er Neckar. Die lassen wir mal einfach da stehen. Oh, das ist noch ein Monsternest. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass das Plätze mit dem Update irgendwie besser läuft. Gut, oder auch nicht. Das war nur so ein Gefühl, ne? Die sind trügerisch, die Dinger. So. Wer fällt ein? Sagt unser. So. Hallo, Herr Händler. Ist ein weiter Weg bis Ophir. Ein weiter Weg voller Gefahr. Aber bei uns zu Hause sagt man, im Mut zum Risiko liegt große Ehre. Hat was, unbestritten. Hält aber meinen Erfahrungen nicht stand. Gefahren gibt es viele, Ehre eher nicht. Weil dem Risiko Absicht vorausgeht. Eine Absicht ist wichtig. Den weiten Weg ich auf mich nahm, um das Unbekannte zu bewundern und mir und meinem Lehnsherrn zu bringen. Die Welt wir müssen erkunden, jungfräuliche Länder entdecken, neues Wissen unter unseren Brüdern verbreiten. Denn gibt es Schöneres im Leben, als zu bewundern das Neue und Ehrfurcht zu zeigen vor der niemals endenden Schöpfung der Welt? Ist das hier etwa ein Lager von Entdeckern und Philosophen? So ist es. Wir kamen, eure Bräuche kennenzulernen, Wissen auszutauschen und auch Handel zu treiben. Okay. Hübsches Pferd hast du da. Hübsches Pferd hast du da. Ah ja. Babietza ist eine treue Gefährtin und sie ist klüger als viele Menschen. So viele Rennen haben wir gewonnen. Also ein Entdecker und schneller Reiter in einem? Wo ich herkomme, reiten kleine Kinder und jede Versammlung wird mit einem Rennen gekrönt. Okay, warte mal, ich gucke mir erstmal die Waren an. Was hast du aus Ophir alles dabei? Darf ich mal sehen? Ich will ja eigentlich nicht kein Rennen gegen ihn veranstalten, aber sollte es nötig sein.
Ophirischer Säbel, schön. Haufen Diamanten, Klumpen und Zeug. Nee, können wir nichts brauchen. Hier, ophirische Zeichnung. Ich habe dieses Schema gefunden. Die Zeichen sind vielleicht ophirisch, aber ich kann sie nicht entziffern. Hilfst du mir? Diese Schrift erkenne ich. In diesem Land gab es sofort Ärger. Mit Einheimischen. Eigentlich Räuber. Wir wurden angegriffen. Das sind Anweisungen zum Herstellen fantastischer Ausrüstung. Eines Königs würdig. Dem Herrscher sollte ich sie geben. Bringe sie mir alle zurück. So fertige ich dir Duplikate in der Sprache eurer Handwerker an. Okay. Klingt gut. Klingt doch gut. Ich glaube, ich kann diese Schemata für dich finden. Diese Banditen, sie schienen Ritter zu sein. Das macht es noch schlimmer. Wo hat dieser Angriff stattgefunden? An einer Kreuzung, in der Nähe einer Sägemühle. Im Norden liegt die Ruine eines Hauses, glaube ich. Mal sehen, was ich tun kann. Bis dann. Okay. So, gut, dann gucken wir da mal. Der hat anscheinend noch eine Quest für uns. In Blau. Dich wiederzusehen ist mir eine Gruppe. Ja, ist in Ordnung, ne? Ich kann bloß noch ein Pferd rennen. Na gut, machen wir mal ein Pferd rennen. Ich habe viel über Stuten aus Ophir gehört, dass sie schnell sind. Lust auf ein Rennen. Schnell wie der Westwind sind unsere Pferde. Das zu zeigen wäre eine Ehre. Also, ein Rennen. Ich hoffe mal, das backt jetzt nicht wieder rum wie das letzte Rennen. Aber ich bin guter Hoffnung. Ja, echt jetzt? Heya! So. Ich will sehen, wie du schnellstes reitest. Wieso ist das Pferd dann jetzt angehalten, mein Gott? Geradeaus weiter. Ja, ja, genau. Ach du, echt jetzt? Na gut, nichts passiert. Schmeißt da echt jemand Fässer in den Weg? Das kann man wohl nie angehen. So. Geradeaus weiter, geht klar. Hey, hey, mach das Tor auf! Ja, mach das Tor auf. Das ist eine gute Idee. Nach rechts. Und da lang. Alter, Ziegen. Gibt's doch nicht. Oje, Plätze macht gleich schlapp, so wie es aussieht. Schneller! Ich will sehen, wie du schnellstes reitest. Ja, ja. Bin schon dabei. Ah, gut. Langsamer. Schnell wie der Westwind. Stuten aus Ophir sind vielleicht schnell wie der Wind. Aber nicht so schnell wie Plätze. Ich gratuliere dir. Einen Sattel bekommst du, als Andenken an unseren Wettstreit. Damit wirst du ein noch schnellerer Reiter. Danke. Was sagst du dazu, Plätze? Wie ein Mann sein Pferd behandelt, sagt viel über ihn. Unsere Legenden erzählen von einer Zeit, als die Liebe zusammenbrachte den Himmel und die Steppe. Und so wurde die erste Stute geboren. Schwach waren die Menschen. Sie fielen zahlreichen Gefahren zum Opfer. Die Stute zog sie groß und nährte sie mit ihrer Milch. Sie wurden stark. Dann ließ sie sie aufsatteln. Sie wurden zu Kriegern und kämpften gegen all ihre Feinde. Die Legenden lehren uns, unsere Pferde zu achten, denn sie sind edel. Schöne Geschichte. Danke dafür. Und für das Rennen. Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Ja, doch mal gespannt, was der Sattel so bringt. Was das für ein Sattel ist. Genau, ja, erzähl mir mal was. Deine Heimat. Ich würde gerne etwas darüber hören, wenn du die Zeit hast. Wenn du Zeit hast. Denn über mein Zuhause könnte ich erzählen, bis deine Ohren welken und deine Beine schwach werden. Was man hier Ophir nennt, sind in Wahrheit viele verschiedene Länder und Völker. Ein Land ist es mit weiten Steppen, gewaltigen Bergen, kristallklaren Seen und unberührter Wildnis. Ein Land gefallener Imperien, Königreiche auf dem Höhepunkt ihrer Macht und Stämme, die keine Könige kennen.
Doch dafür die Zeit, als die Welt noch jung war. Welches Land nennst du dein Zuhause? Eine Stadt mit Türmen, die Nilfgaard vor Neid erblassen lassen würde. Mit Philosophen, Ärzten, Mathematikern und Magiern. Doch über Letztere solltest du meinen Freund befragen, denn er ist einer von ihnen, ein Runenschmied. Ich werde mit ihm reden. Okay, hört sich auf jeden Fall interessant an. So, gut. Na gut, dann leb wohl. Pass auf dich auf. Geh und der Ruhm der Welt sei mit dir. Ihre unendliche Schöpfung sei gelobt. Lebe wohl. Ich mag ihn irgendwie. Er ist freundlich. Okay, gucken wir uns mal den Sattel an. Nein. Hier vielleicht. Oder hier. Ah, hier. Plätze. Der hier. 85 Ausdauer. Wow, besser als meiner. Nehmen wir. Klar. Okay, gucken wir uns das schöne Teil mal an. Ja, schick, ne? Schick. Okay. Quests. Das war eine Schatzsucher-Quest, ne? Genau. So, dann gucken wir uns das doch mal an. Wo der Händler überfallen wurde. Süden. Sogar ein ganzes Stück im Süden, aber kein Schnellreisepunkt dazwischen. Na gut, dann reiten wir da eben hin. Und es regnet, es regnet. Es hört gar nicht mehr auf zu regnen. Welch ein Tag! Welch ein herrlicher Tag! Ich lass die mal einfach stehen. Ich glaube, das Schwert kann man wieder wegstecken. Okay, was ist das für ein Dorf? Waren wir auch noch nicht, ja? Erde. Hat sich das Dorf? Ja, halt. Falsch geritten. Ich habe echt das Gefühl, dass Plätze besser läuft. Okay, hier langsam, sind wir. Langsam. Wir bauen hier irgendwas, so wie es aussieht. Gucken wir mal. Kreuzung. Da ist auf jeden Fall mal irgendwas. Arenaria, ja, kann man mal brauchen. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Okay. Hier fand wohl ein blutiger Kampf statt. Die Leute der Karawane hatten keine Chance. Die Spuren führen nach Norden. Diese hier? Das sind viele Spuren. Na gut, folgen wir denen mal. Die Spur verliert sich hier. Ich muss mich umsehen. Vielleicht kann ich sie wieder aufnehmen. Hier wurde jemand verwundet. Er fing an, stark zu bluten. Okay. Na dann, folgen wir der Blutspur. So, jetzt ist sie wieder da. Ist man die bei dem Regen noch so gut? Oh, da liegt er. Was mag das wohl bedeuten? Die haben wahrscheinlich eine Geißel. Die Blutspur gehört zur Geißel. Sie hier sterben zu lassen, wäre zu riskant gewesen. Ich habe die Spur verloren. Ich muss mich nach etwas anderem umsehen. Okay, gucken wir mal. Das hier ist noch die Blutspur, genau. Vielleicht irgendwo irgendwas. Gefunden. Ah. Sie führt dort lang.
Oh, okay. Die Spur endet hier. Hm. Unter dem Dreck und Staub verbirgt sich eine Falltür. Ein Geheimgang. Auf jeden Fall interessant. Schauen wir mal rein. Okay. Gucken, wo wir hier gelandet sind. Ah ja, Raubritter, schön. Hört ihr auf. Hört ihr auf. Ja. Weg. So. Zeig mir, was du zu bieten hast. So, mein Freund. So, geht doch. Ohrens, 110. Gar nicht mal wenig. Plündern wir die mal aus. So, dann gucken wir mal. Ah, eine Kiste. Rüstungsschema und übersetzt. Brief mit Befehlen. Mhm. Überlegenes Bestienöl. Schön. Oh, richtig schönes Zeug da. Ah ja, oh cool. Jetzt sind hier meine ungelesenen Dinger, ne? Ist ja gut. Erstaunlich, ne? Brief mit Befehlen. Ja, ihr kennt das ja, ihr könnt lesen, ne? Ich überspringe das mal eben. Damit wir hier vorankommen. Überlegenes bisschen Öl. Ach mein Gott, Aktionen, Spiel, Tutorial-Nachrichten aus. Ist das sonst noch was zum Einsammeln? Scheinbar nicht. Na gut, dann gehen wir wieder. Ich suche die übrigen Banditenlager. Ja, das machen wir jetzt noch. Doch mal gespannt, was die Rüstung angeht. Könnte interessant sein. Plätze! So, gucken wir mal Weltkarte. Einmal hier und einmal da oben. Okay, da können wir so hin. Von der eine, die ist gleich um die Ecke. Ja. Ich weiß, ich darf nicht mit Volker Rache durch den Wald reiten. Mhm. Ach. Na gut. Dann halt manuell. Gerade mal überlegen, ob wir nicht mal wieder irgendein Zeichen einsetzen wollen. Zum Beispiel Igni? Gibt's doch nicht, Leute. Was ist denn verkehrt mit euch? Das sind echt viele. Na. Die standen da gerade alle so schön auf einem Haufen.
Aua.